Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Nationalsozialisten in Hohenschönhausen. Ich begrüße ganz besonders herzlich Frau Staatssekretärin Wedel-Wilson aus dem Kulturressort des Senats und Ihren Kollegen, Herrn Staatssekretär Friederici. Herzlich willkommen heute Abend bei uns. Wir hatten schon eine kurze, aber intensive Führung durchs Haus. Die beiden Staatssekretärinnen sind ja neu in ihrem Amt und deswegen freue ich mich sehr, dass wir sie heute hier begrüßen dürfen. Aber auch Ihnen allen anderen ein herzliches Willkommen heute Abend hier in Hohenschönhausen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich entschieden sind. Ich freue mich besonders, dass so viele unserer Referentinnen und Referenten und gerade der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen heute Abend unter uns sind. Hohenschönhausen, das ist der Ort, der für die kommunistische Geheimpolizei Ostdeutschlands steht. Zuerst der sowjetischen und dann der SED. Hier haben Tausende gelitten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen und unter sehr unterschiedlichen Maßnahmen. Von der menschenunwürdigen Unterbringung bis zur physischen Drangsalierung in den Anfangsjahren und dann bis hin zur Zersetzung der leisen Gewalt, der psychischen Drangsalierung in den letzten Jahrzehnten der DDR. Die Fokussierung auf die Untaten hat dazu geführt, dass wir den Blick stets auf die Betroffenen gelenkt haben, auf die einzelnen Betroffenen und ihr Schicksal. Das stand zu Recht im Mittelpunkt immer. Dabei haben wir oft nicht genau hingeschaut, welche Gruppen an Gefangenen hier einsaßen. Das wollen wir heute ändern und uns gleich einem der schwierigsten Kreise der Inhaftierten zuwenden, den Nationalsozialisten, die, wenn man es ganz pauschal sagen würde, von Tätern zu Opfern wurden. Nationalsozialisten in Hohenschönhausen, natürlich gab es die. Im Speziallager, das 1945 eingerichtet wurde, wurden ja gerade die ehemaligen Nationalsozialisten inhaftiert. Das ist Allgemeinwissen. Das war bis 1989 die einzige Sicht auf die Dinge. Genauso klar ist mittlerweile, dass die Sowjets unter dem Vorwand, sie würden Deutschland entnazifizieren, sehr schnell Gegner des kommunistischen Systems in die Speziallager verbracht haben, um sie aus dem Weg zu räumen, um sich ihrer zu entledigen. Auch wenn wir das heute wissen, sind noch viele Fragen dazu offen, die wir hier heute mit Ihnen andiskutieren möchten. Kompetent zur Seite stehen wird uns dabei Dr. Julia Landau, die Kustodin eines anderen Speziallagers, nämlich des Speziallagers, das die Sowjets 1945 im ehemaligen KZ in Buchenwald eingerichtet haben. Noch schwieriger ist es mit der zweiten Lebenslüge der DDR. Die war nämlich die Entnazifizierung war bis 1949 vollständig und erfolgreich. Nazis waren danach nur noch in der Bundesrepublik zu finden, so die Lesart. Wie kommen dann Verbrecher des NS-Regimes in die Untersuchungshaftanstalt nach Hohenschönhausen, fragt man sich. Dieser Umstand ist weniger bekannt. Er bildet die zweite Ebene, die wir heute diskutieren möchten. Anlass dazu ist uns ein Dokumentarfilm von Tilman Bünz über den SS-Mann Josef Blösche, der sein Unwesen im Warschauer Ghetto trieb und der erst Ende der 1960er Jahre dafür in der DDR zur Rechenschaft gezogen wurde. Wir freuen uns, dass der Filmemacher uns Gelegenheit gibt, mit ihm über seine Motivation zu sprechen, sich dieses Falls anzunehmen. Der Blick auf Nationalsozialisten in Hohenschönhausen gibt uns also Gelegenheit, uns mit den beiden großen Aufarbeitungsprozessen Deutschlands zu beschäftigen, dem der NS-Aufarbeitung in Ost wie West und der Aufarbeitung des SED-Unrechtsregimes und was wir daraus lernen können. Die heute zur Debatte stehenden Fälle bieten sehr viele Facetten auf diesen beiden Ebenen, an denen die Diskussion anknüpfen kann.
Die Einordnung des Geschehens wird Frau Dr. Elke Stadelmann-Wenz vornehmen, die den Bereich Forschung hier in der Gedenkstätte leitet. Moderiert wird das Podium von Dr. Jörg Moret vom Museum Berlin-Karlshorst. Ihm sind aus seinem Alltag solche Herangehensweisen, historische Fakten willkürlich als Argument in politische Fragestellungen zu nutzen, nicht ganz fremd. Leider ist diese Form der Instrumentalisierung von Geschichte auf dem Vormarsch und wir erleben heute wieder ihre bittere und tödliche Realität. Ich danke ihm besonders für die angenehme und produktive Zusammenarbeit. Diesen Abend machen wir in Kooperation mit dem Museum Karlshorst. Danke, Jörg. Mein zweiter Dank geht an das Team der Kommunikation hier in Berlin-Hohenschönhausen, für das Frau Katrin steht, die Sie vorhin kurz schon mal hier vorne erleben konnten. Aus dem Bereich Kommunikation kam die Idee für diese Veranstaltung und die Realisation wurde eben ebenfalls von Frau Katrin und ihrem Team durchgeführt. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich die Freude und die Ehre, Herrn Staatssekretär Friederici, Staatssekretär für gesellschaftlichen Zusammenhalt beim Kultursenator, zu begrüßen und ihn für ein kurzes Grußwort hier an das Podium zu bitten. Danke, dass Sie gekommen sind heute Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Heidemeier, sehr geehrter Herr Dr. Moret, wir haben Sie ja vorhin schon kennengelernt, liebe Podiumsteilnehmer und auch natürlich lieber Herr Dont, liebe Gäste, meine Kollegin Sarah Wede-Wilsen aus unserer gemeinsamen Kulturverwaltung, wir waren eben bei einem Rundgang in den Zellentrakten des U-Boots und auch der 60er Jahre gerade. Ich muss sagen, das hat uns sehr bewegt. Ich selbst war lange Zeit Abgeordneter, ich war natürlich schon öfter hier, aber es ist nach wie vor sehr beklemmend und leider sehr beeindruckend, was wir hier gesehen haben. Ich möchte Ihnen zunächst einmal von Sarah Wede-Wilsen und mir ganz herzlich auch die Grüße unseres Kultursenators Giorgiado übermitteln, der mit großem Interesse die erinnerungskulturelle Arbeit verfolgt, die hier geleistet wird und der sehr gern heute hier gewesen wäre, aber leider terminlich verhindert ist. Sie wissen, wir haben die Haushaltsberatung aktuell im Land Berlin, da geht es um jeden Euro und auch um das, was wir als Erinnerungskultur verstehen, als Mahnmalkultur. Es geht genau um solche Orte wie hier, sie zu erhalten, auszubauen und weiterzuentwickeln. Und ich weiche auch nochmal vom Redemanuskript ab, weil ich beim Reingehen einen für mich großartigen Journalisten gesehen habe, hier im Raum, nämlich Robin Lautenbach. Sie sind mir in Erinnerung am 9. November, als Sie damals an der Mauer in der Invalidenstraße standen und über das Aktuelle berichtet haben. Nun habe ich nach 34 Jahren endlich die Möglichkeit, Sie persönlich zu sehen und dafür Ihnen ganz herzlich Dank zu sagen. Ich bin Westberliner, deswegen nahm mich das besonders mit. Sehr geehrter Herr Dr. Heidemeier, ich danke Ihnen für die Einladung, also wir danken Ihnen sehr gerne für die Führung heute Abend und auch diese Veranstaltung. Es ist mir ein Anliegen, als Staatssekretär für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Berliner Kulturverwaltung wenigstens zur Eröffnung hier zu sein. Ich muss leider weiter, auch wenn ich aus Termingründen leider nicht hierbleiben kann. Ich bitte, das zu entschuldigen. Es freut mich sehr, dass mit dieser Veranstaltung heute Abend dass zumindest so gefühlte Nebeneinander in der Erinnerungskultur aufgebrochen wird. Die Gedenkstätte Hohenschönhausen und das Museum Karlshorst haben sich zusammengetan und den Themenabend gemeinsam gestaltet. Dafür sagen wir sehr herzlichen Dank. Wenn sich Kompetenzen ergänzen, auf diese Art ergänzen vor allen Dingen, erlaubt uns das einen neuen Blickwinkel auf die Zeit, die hinter uns ist, aber die wir nicht hinter uns lassen können. Das Land Berlin stellt sich seiner Verantwortung für die Aufarbeitung, gerade auch die neue Koalition, die Dokumentation und die Erinnerung an die beiden deutschen Diktaturen und immer auch an ihre Opfer.
Gerade hier in Berlin, wo die nationalsozialistischen Weltmachtträume in den Schaltzentralen umgesetzt worden sind, hier, wo die Shoah ins Werk gesetzt wurde. Gerade hier, an der ehemaligen Nahtstelle zwischen den Blöcken, wo die SED-Diktatur ihre Bürger einmauerte und viele Menschen an der Mauer und im Stacheldraht ihr Leben verloren. Gerade hier haben wir eine besondere Verantwortung. In unserem Haus, der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, sind diese Themen gebündelt und das ist gut so. Geht es doch nicht allein um Erinnern und Aufarbeiten. Es geht immer auch ganz konkret darum, zu lernen, Lehren zu ziehen und gemeinsam unsere Zukunft als Gesellschaft demokratisch zu gestalten. Das 20. Jahrhundert ist ohne Frage das Zeitalter der Extreme. Die Geschichte hat gezeigt, wie Ideologien der Diskriminierung und Unterdrückung zu unvorstellbarem Leid führen können. Der ehemalige Stasi-Haftort, die heutige Gedenkstätte Hohenschönhausen, ist eine Manifestation dessen. Auf Ihren Einladungen und auch hier im Hintergrund sehen Sie ein ikonisches Bild. Das Foto von dem kleinen Jungen aus dem Warschauer Ghetto, der voller Angst seine Arme in die Höhe hebt. Und im Hintergrund ist ein mitleidslos schauender Mann mit einem Maschinengewehr im Anschlag zu sehen. Es ist zweifellos eines der bekanntesten Bilder und Zeitzeugnisse aus der NS-Vergangenheit und NS-Diktatur. Um eben diesen Mann, Josef Blösche, soll es unter anderem heute gehen. Blösche drehte im Warschauer Ghetto täglich seine Runden und suchte sich wahllos Menschen aus, die er quälte, erschlug und erschoss. Und dennoch konnte er bis in die 1960er Jahre unbehelligt in Thüringen leben. Nach seiner Festnahme war er für 2 Jahre hier in Hohenschönhausen inhaftiert. Diese, ich möchte es Verschränkung nennen, ist der Anlass, sich heute Abend dem Themenkomplex zu widmen. Die Strafverfolgung der NS-Verbrecher verlief in Ostdeutschland und der DDR im Spannungsfeld zwischen politischer Säuberung und willkürlichem Terror, zwischen der Ahndung von NS-Verbrechen und der Sowjetisierung Ostdeutschlands. Bis heute ist dieses unübersichtliche Kapitel der ostdeutschen Nachkriegsgeschichte in der Öffentlichkeit wenig bekannt, viel zu wenig beleuchtet. Daher ist die Veranstaltung als Auftakt zu sehen, ein wichtiger Auftakt für die weitere Forschung zu diesem Komplex. Heute erinnert uns Hohenschönhausen an die Notwendigkeit, die Werte der Toleranz, des Respekts und der Würde jedes einzelnen Menschen zu verteidigen. Gerade auch heute, hier in Berlin, in Deutschland und in Europa und leider auch im Krieg, im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Bildung, Aufklärung und Dialog an einem authentischen Ort sind die Werkzeuge, mit denen wir Extremismus und Hass erkennen können. Und sie lehren uns, wie eine Gesellschaft präventiv handeln kann, um Radikalisierung und ideologischem Missbrauch entgegenzuwirken. Das ist so unendlich wichtig für unser Gemeinwesen, für uns heute und für die Menschen in der Zukunft. Daher danke ich Ihnen allen noch einmal ganz herzlich für Ihre Arbeit. Meine Kollegin Wede Wilsen und ich wünschen Ihnen einen interessanten, spannenden Abend und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Helge. Das ist der Auftakt einer wunderbaren Freundschaft, möchte ich mal sagen, einer Zusammenarbeit bei 2 Häuser hier im Bezirk Lichtenberg. Wir werden es im weiteren Verlauf des Abends, was die Taten von Josef Blösche angeht, mit einem wirklich großen Verbrechenskomplex zu tun haben. Wir werden vermutlich nicht die Zeit haben, das auszudiskutieren. Es ist aber wichtig, das wahrzunehmen. Wir haben es hier wirklich mit einem
NS-Verbrecher zu tun, der sich schlimme Dinge hat zu Schulden kommen lassen. Wer noch nicht im Museum Berlin-Karlshorst war, kann das ja da nachholen. Da erzählen wir Ihnen, was das heißt, Vernichtungskrieg und auch Holocaust. Wir schlagen hier einen ziemlich großen Bogen. Der Staatssekretär hat es schon angedeutet. Wir werden auch nicht ganz fertig werden, weil wir tatsächlich nach 2 Stunden dann hier abmoderieren. Kommen Sie wieder, wir setzen das fort. Zumal ich auch den Ehrgeiz habe, obwohl ich hier wirklich 3 hervorragende Gäste habe, dass sie auch noch zu Wort kommen zu lassen. Meine Gäste, um das jetzt ganz schnell abzuarbeiten, und dann geht es aber auch los, ich mache jetzt mal in der Reihe ihres Auftretens. Dr. Julia Landau ist von der Gedenkstätte Buchenwald, dort die Kustodin für die Abteilung für die Geschichte des sowjetischen Speziallagers, das auch schon seit 2012. Und leitet dort auch zudem einen Forschungsbereich, Speziallager in der postsowjetischen Erinnerungskultur. Von Hause aus kommt sie von der Geschichte, neueren und neueste Geschichte, Schwerpunkt osteuropäische Geschichte. Slawistik hat sie noch drangehängt. Das war gut dann auch für ihre Doktorarbeit, für die sie im Kusnetzbecken im westlichen Sibirien unterwegs war und darüber dann ihre Arbeit vorlegte zum Bergarbeiteralltag im Stalinismus. Dann gab es einige Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität Bochum und dann ist sie eben 2012 nach Buchenwald gekommen. Dort tun sich große Dinge, also behalten Sie Buchenwald im Blick, die Speziallagerausstellung wird erneuert. Was es mit Speziallagern auf sich hat, wird uns Frau Landau vorstellen. Dann in der Mitte begrüße ich Tilman Bünz, der hat uns einen Film mitgebracht. Das ist einmal schön, weil ein Film, und Herr Bünz nutzt das also wirklich großartig, die Chance hat, kompakt ein Thema vorzustellen, was ich hier umrissen habe. Herr Bünz ist also nicht nur einfach Filmemacher, er ist von Hause aus Politikwissenschaftler, hat dann aber die Deutsche Journalistenschule abgeschlossen und war dann rund 20 Jahre in unterschiedlichen Tätigkeiten für die ARD tätig, vor allen Dingen dann auch als Rechercheur für Tagesschau, Tagesthemen und dann im Büro Stockholm hat er sich mit den nordischen Ländern und den baltischen Ländern beschäftigt und da auch immer einen Blick ins Geschichtliche gehabt. Ab 2008 ist er als freier Autor und Publizist, Dokumentarfilmer unterwegs und da viele Länderberichte, aber auch immer wieder Mauerthema oder eben jetzt der Film, den er uns heute Abend hier vorstellen wird. Herzlich willkommen, Herr Bünz. Und Dr. Elke Stadelmann-Wenz hier vom Haus, von der Gedenkstätte Hohenschönhausen, an der sie seit Juni 2020 ist und den Forschungsbereich leitet. Also alle Erwartungen lasten auf ihren Schultern. Wir werden das nutzen. Naja, also das ist schon ganz, ganz gut, dass Frau Stadelmann natürlich die Gelegenheit hat, heute Abend hier ein Forschungsdesign, möchte ich mal sagen, zu skizzieren. Das gibt es tatsächlich. Von Hause aus ist sie Historikerin, Politikwissenschaftlerin und Sinologin und hat sich aber mit ihrer Doktorarbeit qualifiziert. Das war ein Thema zum Widerstand und zum widerständigen Verhalten und Herrschaftspraxis in der DDR zwischen Mauerbau und dem Ende der Ära Ulbricht. Dann folgte eine Lehrtätigkeit an der Universität Lüneburg, dann nachher an der FU Berlin. Viel hat sie gearbeitet zu Erinnerungskulturen, war dann auch an der BSTU, also an der Aufarbeitung der Staatssicherheitsunterlagen mitbeteiligt und ist dann eben im Juni 2020 hier in Hohenschönhausen vor Anker gegangen. Und wir sind Nachbarn und haben uns schon auch, als sie hier anfing, einen Haufen Eide geschworen, was wir jetzt gemeinsam alles erforschen werden. So, jetzt geht's los. Ich bitte Frau Landau, uns kurz zu skizzieren, was es mit den sowjetischen Speziallagern und vor allen Dingen der Entnazifizierung durch diese oder eben auch nicht auf sich hat. Guten Abend, ich freue mich, dass ich heute hier in Hohenschönhausen sein kann. Vielen Dank an Dr. Heidemeier für die Einladung, an Dr. Stadelmann-Wenz. Und ich hoffe auch auf weitere Zusammenarbeit zu diesem Thema, was sich tatsächlich, glaube ich, als eine große Herausforderung darstellt. Ja, wie Sie wahrscheinlich
alle wissen, hier befand sich in der Genzlerstraße die Abteilung Speziallager, im Grunde die, sozusagen der Überbau für die sowjetischen Speziallager, die Organisation und auch bürokratische Verwaltung, der Berichtseingang aus den einzelnen Speziallagern. Und diese Abteilung Speziallager war eben direkt dem sowjetischen Innenministerium in Moskau unterstellt, ging dann nach 1948 in die Abteilung, die Hauptverwaltung Lager innerhalb des sowjetischen Innenministeriums ein. Allerdings, wie Jörg Moret auch ausgeführt hat in einem Artikel, diese Eingliederung ist eigentlich eher als Verwaltung zu sehen, die inhaltlich keine besondere Bedeutung hat. Also es wäre irreführend, die sowjetischen Speziallager, das System der sowjetischen Speziallager mit dem Akronym Gulag zu beschreiben, was eben eher für die Lager in der Sowjetunion steht, da sich beide Systeme eben in ihrem Entstehungskontext sehr stark unterscheiden. Das ist ein anderes Thema. Hier in Hohenschönhausen war eben auch der Sitz des operativen Sektors, also die zentrale Untersuchungsabteilung der Speziallager, der Abteilung Speziallager und Gefängnisse und die durch das sowjetische Militärtribunal, das zentrale Militärtribunal, das sich hier befand, die Verurteilten waren in dem sogenannten Arbeitslager X inhaftiert. Und gleichzeitig gab es das Speziallager Nummer 3 von Mai 1945 bis zum Oktober 1946. Die Zusammensetzung der Insassen hatte vorhin Herr Heidemeier auch schon kurz angesprochen, dazu nochmal später. Dass dieses Speziallager hier im Grunde mitten in der Stadt im Oktober 1946 verlegt wurde, hing auch mit der notwendigen Isolation dieses Lagersystems zusammen. Also hier war die Befürchtung, dass es zu Fluchten kommen würde, dass das Lager eben nicht so isoliert werden, von der Außenwelt zu isolieren war. Und nach dem Oktober 1946 war hier das zentrale Untersuchungsgefängnis des sowjetischen Sicherheitsdienstes in Deutschland und schließlich nach 1951 eben das zentrale Untersuchungsgefängnis des MFS. Seit 1995 ist hier der Erinnerungsort an die Opfer politischer Verfolgung von 1945 bis 1989. Und wie Herr Heidemeier schon sagte, ursprünglich als Erinnerungsort für die Opfer konzipiert, ist es natürlich eine besondere Herausforderung, wie geht man um mit Verfolgten der sowjetischen Besatzungsmacht, die während des Nationalsozialismus Täter waren. Wie kann man diese Herausforderung mit dieser Herausforderung umgehen? Darüber wollen wir ja heute sprechen. Und ich möchte nur ein paar Schlagworte näher beleuchten. Das erste wäre die Entnazifizierung, also inwieweit hatten bereits die Speziallager mit der Entnazifizierung zu tun? Was bedeutet in diesem Kontext die Internierung und wie ordnet sich die Strafverfolgung der NS-Täter ein? Also diese drei Komplexe möchte ich kurz ansprechen. Entnazifizierung wird auch in der Forschung unterschiedlich behandelt. Also es gibt da auch begrifflich Unterschiede. Man kann das als engeren Begriff verstehen und damit die Verfahren meinen der Entnazifizierung, zum Beispiel sehr bekannt das Fragebogenverfahren in der amerikanischen Besatzungszone, also administrative Verfahren oder auch die Entfernung von NS-Symbolen aus dem öffentlichen Raum, aber auch eben die personelle Säuberung und so wäre es in dem weiteren in der weiteren Bedeutung des Begriffes auch die Internierung, insofern, dass eben die Internierung auch die Entfernung von nationalsozialistischen Funktionsträgern aus dem politischen Prozess bedeutet. Also so wäre die personelle Säuberung und damit verbunden auch die Internierung Teil der Entnazifizierung. Internierung, das geht zurück auf das Potsdamer Abkommen, wo eine Absichtserklärung formuliert wurde, die wiederum auch zurückging auf Diskussionen auf Kommuniqués der Alliierten, die bereits in die letzten Kriegsjahre zurückreichen. Also da ist auch eine Zusammenarbeit unter den Alliierten erkennbar, die darauf hinläuft, dass sich die Alliierten einig waren, dass eben von Deutschland das für Verbrechen bislang ungekannten Ausmaßes verantwortlich war, Maßnahmen ergriffen werden müssten, um Deutschland zu demilitarisieren und zu denazifizieren, also weitere militaristische Betätigung auszuschließen und vorzubeugen. Also das schloss dann natürlich auch das Erziehungswesen ein und so weiter.
Und hier wurde allerdings eben so als Absichtserklärung in dem Abschlusskommuniqué der Satz geprägt: narzisstische Parteiführer, einflussreiche Nazi-Anhänger und die Leiter der narzisstischen Ämter und Organisationen und alle Personen, die für die Besetzung und ihre Ziele gefährlich sind, sind zu verhaften und internieren. Also das ist sozusagen der Hinweis auf die Internierung. Und sie stand auch hier in einem Zusammenhang mit der Verfolgung von Kriegsverbrechen, wurde aber als davon unabhängige Maßnahme verstanden. Kriegsverbrechen werden auch benannt, also die Übergabe von potenziell Verantwortlichen für Kriegsverbrechen an die Gerichte. Und daneben als quasi sogenannte, also kann man als präventive Maßnahme verstehen, um die Sicherheit auch der Besatzungseinrichtungen zu gewährleisten, die Internierung. In der sowjetischen Besatzungszone muss man die Internierung auch, so ist es auch in unserer Ausstellung und in der Forschung eben dargestellt, noch in verschiedene Kontexte einordnen. Die Sicherung der Besatzungsherrschaft ist sozusagen eines der mit der Internierung verbundenen Motive. In einem anderen Zusammenhang steht die Internierung auch, was die potenzielle Requirierung von Arbeitskräften anbelangt, also der Befehl, der die Verhaftungskategorien formuliert vom April 1945, lehnt sich an einen bereits im Januar, also in den letzten Kriegsmonaten formulierten Befehl der Arbeitsmobilisierung von Deutschen. Also auch in diesem Kontext Requirierung von Arbeitskräften, Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, davon eben ein großer Anteil, also Militärangehörige, Zivilbevölkerung, das Land zerstört auch durch die nationalsozialistische Besatzung und auch die Zerstörungen bei der Rückkehr der Wehrmacht. Also hier sind verschiedene Motive, auch die Verfolgung von Kriegsverbrechen spielt auch eine Rolle in diesem Zusammenhang. Also das fließt sozusagen als Komplex von Motiven in die Internierung ein. In den Speziallagern, wir hatten vorhin auch eben das Speziallager Buchenwald kurz genannt, waren insgesamt 122.000 Menschen ohne Verurteilung interniert. Das ist eben auch wichtig. Es gab die von den sowjetischen Militärtribunalen Verurteilten und die Internierten, die ohne Urteil festgehalten wurden. Mehrheitlich aufgrund ihrer Funktion in NS-Organisationen oder aufgrund des Vorwurfs einer aktiven Mitgliedschaft in der NSDAP. Hier gab es natürlich auch Spielräume, wie das dann die für die Verhaftung zuständigen sogenannten operativen Gruppen, also die Geheimdienstmitarbeiter, des sowjetischen Geheimdienstmitarbeiter vor Ort, das dann auslegten, deuteten und umsetzten. Im Speziallager, und ich muss auch sagen, dass auch hier wir natürlich immer, also schon relativ weitgehende Kenntnisse haben über die Zusammensetzung der Häftlinge in den sowjetischen Speziallagern. Also hier ist auch mein Kollege Enrico Heitzer von der Gedenkstätte Sachsenhausen. Aber dass die genaue Zusammensetzung der Häftlinge und auch die Geschichte, die biografischen Zusammenhänge in der NS-Zeit, das ist auf jeden Fall noch weiter Aufgabe der Forschung. Also das zunächst ganz allgemein zu den Internierungen. In Buchenwald, im Speziallager Buchenwald, wo ausschließlich Internierte, also ohne Urteil festgehaltene Insassen waren, wurde 1948, also insgesamt waren es 28.500 Insassen, durchschnittlich 14.000 Insassen, war sozusagen die Durchschnittsbelegung, und 1948 wurden fast 9.000 Insassen entlassen, vor allem sogenannte untere Parteifunktionäre, also da handelt es sich am Beispiel Buchenwald vor allem um den sogenannten Block- und Zellenleiter, also Funktionäre der NSDAP auf der lokalen Ebene, die in das Visier der
sowjetischen Geheimdienstes geraten waren. Und 1948 ändert sich das, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Also 1948 mit den ersten größeren Entlassungen aus Speziallagern ändert sich auch die Zusammensetzung, zum Beispiel in Buchenwald, wo einen größeren Anteil die Vertreter von Polizei und Justiz einnehmen, wo man jetzt ganz grob gesprochen, also das sind diese Kategorien, die wir aus der sowjetischen Dokumentation entnehmen, wo man natürlich von einem größeren Anteil der Belasteten ausgehen kann. Der zur Strafverfolgung, das ist ja der dritte Punkt dann, also Internierung zum einen, Strafverfolgung zum anderen. Hier gab es die Strafverfolgungen durch die sowjetischen Militärtribunale insgesamt von 45 bis 53, wissen wir in der großen Datenbank, die in Dresden angelegt wurde durch das Hannah-Arendt-Institut, von 30.000 Verurteilten. Und wir wissen, dass in den ersten beiden Nachkriegsjahren der Schwerpunkt dieser Verurteilungen vor allem auf der Aburteilung von Kriegsverbrechen lag. Das ist ein Ergebnis der Studie, das ist ein Ergebnis von Klaus-Dieter Müller in seinem Aufsatz zu den Todesurteilen sowjetischer Militärtribunale. Ab 1947 wurde stärker die antisowjetische Betätigung geahndet. Interessant ist auch, dass von diesen 30.000 Urteilen der größere Teil, also 17.000, in die ersten beiden Nachkriegsjahre fallen. Also sodass hier kriegsbezogene Verbrechen einen großen Stellenwert einnehmen. Andreas Weigelt hat sehr genau sich befasst mit mit der strafrechtlichen Aufklärung von Verbrechen der Polizeibataillone, also durch die sowjetischen Aufklärung durch die sowjetischen Militärtribunale. Und in Sachsen war es eben so, dass das sowjetische Militärtribunal in Sachsen mit der Aufklärung oder mit der Verurteilung von Mitgliedern des Polizeibataillons in Chemnitz beschäftigt war. Also bis 1947, Mai 47, wurde in der Sowjetunion die Todesstrafe zeitweise ausgesetzt, bis 1950. Und in diesem Zeitraum bis 1947 werden allein 100 Mitglieder dieses Polizeibataillons, was für Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich war, abgeurteilt. Viele von ihnen, nicht alle, zum Tode, also die Mehrheit, 90 von ihnen, wurden zum Tode verurteilt. Und weitere, also diese Untersuchungen gegen dieses Polizeibataillon gehen dann auch noch weiter, also nach Aussetzung der Todesstrafe 1947 und weitere 50 Mitglieder dieses Bataillons werden dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Man kann diese Urteile nur leider eben, diese ursprünglichen Quellen sind eben nur rudimentär zugänglich. Also hier steht die Forschung eben auch vor dem Problem, an diese Originalquellen zu kommen. Was dann gemacht wird, ist sozusagen die Kompilation dieser sowjetischen Akten mit dem, was aus der deutschen Überlieferung zu den Verbrechenskomplexen, zu den einzelnen Personen eben bekannt ist. Und das wird dann eben miteinander, das wird zusammengelegt sozusagen. Insgesamt gibt es auch relativ viel Forschungen zu der strafrechtlichen Verfolgung von NS- und Kriegsverbrechen in der DDR. Also eben diese Überblickswerke von Professor Rüther aus Amsterdam oder die Forschungen von Edith Reim am IFZ in München, die eben diese Urteile gesammelt hat. Und was allerdings noch ganz am Anfang steht, ist das auch in internationale Kontexte einzuordnen, also die Aufarbeitung, diese Strafverfolgung von NS-Unrecht in Deutschland, Ost wie West, und auch in Osteuropa in den Blick zu nehmen. Und ich hatte jetzt die Zahlen rausgesucht. Zwischen 1945 und 1989 wurden in der SBZ und dann der späteren DDR über 22.000 Personen, das sind jetzt die Zahlen von Edith Reim, 22.000 Personen in über 15.000 Prozessen wegen NS-Verbrechen angeklagt. Und ein Höhepunkt dieser Verfahren war vor allem in den Jahren 48 bis 49, wo es vor allem auch vor allem um Denunziationsdelikte ging, die hauptsächlich ermittelt wurden, oder Mitgliedschaft in kriminellen Organisationen, und weniger ging es um
konkrete, strafrechtlich relevante Verbrechen. Was interessant ist zum Beispiel, dass sich nur 2% dieser Ermittlungen mit den Novemberpogromen und Gewalt gegen Juden oder auch mit Ermordungen in Lagern beschäftigten. Aber es ist dennoch eben eine große Anzahl von Verfahren und von Ermittlungen, die eben auch noch nicht, denke ich, detailliert in den Blick genommen wurde. Dazu, zu dieser großen Zahl, gehören auch die in Waldheim Verurteilten. Da werden wir wahrscheinlich später dann auch nochmal dazu kommen. Und interessant ist eben, dass die Mehrzahl dieser Ermittlungen und Verfahren in die unmittelbare Nachkriegszeit fällt und dass dann ab 1956 eigentlich die Verfolgung von NS und Kriegsverbrechen auf wenige Fälle beschränkt bleibt. Also da geht Edith Reim eben von 120 Personen aus, die zwischen 1956 und 89/90 wegen NS und Kriegsverbrechen rechtskräftig verurteilt wurden. Was glaube ich auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, was ich vorhin schon sagte, diese West-Ost-Zusammenhänge noch stärker in den Blick zu nehmen. Und hier ist es auch ganz interessant, sozusagen darauf zu schauen, was die Zeitgenossen bemerkt haben über das postnationalsozialistische Deutschland. Und hierzu hat Annette Weinke auch sehr viel gearbeitet, die NS-Verfolgung in Westdeutschland auch mit der NS-Verfolgung in der DDR verglichen hat. Und sie zitiert den israelischen Botschafter in der Bundesrepublik, Amos Elon, der aus Wien stammte. Und das finde ich ein ganz interessantes Zitat. Also er bemerkt in der DDR, dass offiziell über die Gräueltaten viel gesprochen wurde, aber dass es eben niemanden gäbe, der sich wirklich auch verantwortlich fühlt. Und er schreibt, manchmal hat man das Gefühl, dass die DDR während des Kriegs ein besetztes Land wie Polen und Frankreich war mit einer natürlich kommunistischen Untergrundbewegung. Also das ist eben diese postnationalsozialistische Gesellschaft, die es eben Ost und West gab. Und da ist eben noch genauer zu untersuchen, in welchem Zusammenhang das auch dann mit den von der Stadtsicherheit geführten Ermittlungen steht und den Prozessen gegen NS-Verbrecher. Ich habe noch abschließend einige quasi Einzelbeispiele, die ich hier anbringen wollte, und ich glaube, das kann ich natürlich auch dann im weiteren Verlauf machen, nur als ein Beispiel in unserem Sammelband über die Geschichte der Speziallager ist auch ein Abschnitt drin über die Stapo-Leitstelle, die Gestapo-Abteilung in Potsdam. Und dort hat Sioma Liederwald gearbeitet über Wilhelm Backhaus. Das war der Zuständige in der politischen Abteilung für die Verfolgung von sogenannter Heimtücke und auch zuständig für in seiner Abteilung zuständig sozusagen für Judentum, hat Schutzhaftbefehle unterschrieben, die zur Überstellung in Konzentrationslager führten. Und so wie er das erarbeitet hat, führte das auch dazu, dass beispielsweise Gerhard Schiller, der sich als von den Nationalsozialisten als jüdische, nach den Rassegesetzgebungen jüdisch eingeordneter Mensch, der sich versteckt hat, indem er sich als Arier ausgegeben hatte, von seinem Arbeitgeber verraten wurde. Und hier ist eben dieser Schutzhaftbefehl überliefert, der von Backhaus unterschrieben ist, mit dem er dafür eben sorgte, dass Gerhard Schiller nach seiner Haft, zu der er verurteilt wird, an die Gestapo überstellt wird und schließlich 1942 nach Minsk überstellt und deportiert wurde, wo er ermordet wird. Also das wäre sozusagen eines der Beispiele für einen sogenannten Schreibtischtäter, 1902 geboren, der
hier nach dem Krieg in Berlin verhaftet wurde, in Hohenschönhausen inhaftiert war, dann in das Speziallager Sachsenhausen gebracht wurde, wo er allerdings 1950 dann entlassen wird. Das jetzt zeigt wieder die ganze Ambivalenz auch dieses Themas. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Wir switchen gleich rüber zu einem ganz konkreten Fall, den uns Tilman Bünz vorstellt. Sie haben jetzt 1,5 Minuten zur Anmoderation Ihres Films und danach reden wir drüber. Das Format ist mir geläufig, 1,30. Ich freue mich, dass Robin Lautenbach da ist, mein journalistisches großes Vorbild und häufig Aspiring Partner, und Monika Sieradzka, meine polnische Kollegin, denn das Bild ist Warschau. So fing unser Film auch an, und Max, der das Ganze gedreht hat. Es ist nicht freiwillig gewesen, dass die DDR und aus eigenem Willen auf einmal hier 2 Stockwerke über uns oder ein bisschen links auf einmal mit Herrn Blösche zu tun hatte. Das ist eine komplizierte Geschichte, zu der wir nachher kommen. Offiziell war die DDR antifaschistisch und wir waren die Bösen, das ist mir durchaus klar, von vielen Ausländern, Dänemark, Niederlande, wo ich eine Weile gewohnt habe, durchaus auch so geglaubt, DDR war das bessere Deutschland. Diese 60er Jahre hier sind sehr spannend, weil sie das Bild auch ein bisschen veränderten. Meine Frau hat mir heute Morgen eingeschärft, ich bin gleich fertig. Es ist verständlich, dass Menschen an einem Ort der politischen Polizei, die hier gelitten haben, sehr feinfühlig sind und es als Zumutung empfinden, wenn eine Berichterstattung in die Richtung geht, die die Rolle, den Status, das Image der Staatssicherheit verbessern wird. Sei dir dessen bewusst, dass du hier eins auf die Hörner kriegst, falls du dich dazu voreiligen und unangemessenen Dingen bewegst. Nur, der Mann, der da, dessen Spur führt von Warschau direkt hierhin. Und das war ein anderer Häftling, das war kein politischer Häftling, das war ein anderer Häftling, und er wurde übrigens auch ganz anders behandelt. Deswegen sind wir auch, glaube ich, heute hier, weil das ist ein Kapitel ist, was hier unter die normale Aufgabenstellung der Stiftung noch nicht so ganz passt, denn es war kein politischer Gefangener, das war ein Schwerverbrecher. Und wenn Sie die Protokolle lesen, was ich getan habe, denn das Bundesarchiv macht die Türen weit auf und sagt, kommt und guckt, es gibt nämlich noch mehr Blösches, etwa 50, 80 und so weiter, dann verstehen Sie auch, dass hier über Leute sehr zweifelhaft, nicht nach rechtsstaatlichen Methoden, aber doch eine Art Erforschung verbracht wurde mit einem Ergebnis, was in der Demokratie vielleicht auch nicht viel anders geworden wäre. So, und jetzt kommt der Film. Vielen Dank, Herr Bünz. Um gleich ein bisschen schon die Klammer zu machen zu dem, was wir auch von Frau Landau gehört haben und jetzt eben sehr eindrücklich durch den Film vor Augen geführt bekommen haben. Blösche ist dank der Staatssicherheit als Täter enttarnt und dann auch verurteilt worden. Ja, so ist es, genau. Also dank der Staatssicherheit enttarnt kann man eigentlich nichts sagen, sondern in der Bundesrepublik mit der nahenden Verjährung für Nazi-Schwerverbrecher, er hat es dank des Wirkens einzelner Staatsanwälte, vor allem Fritz Bauer, den Sie alle sicherlich kennen, zu einer Ermittlung ist es gekommen gegen Ludwig Hahn, der war der Sicherheitschef im Warschauer Sicherheitschef, der Leiter des Sicherheitsdienstes, also der Oberkiller. Einer seiner Untergebenen war Blösche. Und der Zweck solcher Vernehmungen ist es ja vor allen Dingen, Namen von Mittätern rauszukommen. Und das hat auch immer ganz gut funktioniert. Und auf einmal hieß es Blösche. Und Blösche wohnte irgendwie bei Hamburg und wurde auch vernommen. Aber der sagte, aber ich war es nicht, es war es mein Bruder. Und der hat ihn dann praktisch nicht geliefert, sondern dann wusste die deutsche Staatsanwaltschaft, wo Blösche zu finden ist, wollte keine Rechtshilfe ersuchen stellen an die DDR. Ich bin gleich fertig, das ist aber eine kurze Geschichte, weil das die deutsch-deutsche Dynamik ganz gut zeigt, weil die DDR damals noch die Todesstrafe vorsah und man rechnen konnte, dass so einer wie Blösche die Todesstrafe bekommt.
Also blieb das Ganze in irgendeinem juristischen Ordner versteckt, bis dann ein Reporter der Quick, Heinz Galinski, sagte: Übrigens, der da, den gibt's, und den gibt's in Thüringen. Und ob das der Quick-Reporter war, weiß ich nicht, aber die Verbindung ist bestätigt, das steht überall, es hat auch niemand widersprochen, dass es über die jüdische Gemeinde ging. Und daraufhin hat die Staatssicherheit wahrscheinlich beschlossen, oder die SED in ihrer Spitze: oh, oh, das könnte heikel werden. So einer wie Blösche, der hat ja sozusagen eine Weltbedeutung schon, oder bekommen jedenfalls, man wusste, das ist ein ganz großer. Und dann hat man die Stasi beauftragt, herauszufinden, wo er wohnt. Nun klingt das so banal, aber das war damals offenbar Mitte der 60er Jahre doch ein großer Akt, herauszufinden, wo jemand wohnt, ganz schlicht. Der stellvertretende Kommandant von Auschwitz wohnte auch in Hamburg bei mir um die Ecke und keiner wusste es. Also das war tatsächlich vor Internetzeiten anders. Und dann hat man es rausgefunden, dann hat man noch ein bisschen gezögert und dann hat man zugeschlagen. Genau, dann hatte man ihn. Gleich an Frau Landau. Warum saß Blösche oder so einer wie Blösche nicht im Speziallager? Zunächst in Kriegsgefangenschaft, soweit ich weiß. Sie haben sich noch näher mit der Biografie beschäftigt. Und es gab Ermittlungen gegen Kriegsverbrecher auch in den Kriegsgefangenen, in den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern. Die setzten aber allerdings etwas später ein. Und 1946 war er wohl in der Tschechoslowakei und ist dann in die DDR gekommen und hat vermutlich auch eben wegen dieses Arbeitsunfalls, der ihm passiert war, wo sein Gesicht ja dann entstellt wurde, einfach untertauchen können, ist nicht entdeckt worden. Also warum nicht, warum war er nicht im Speziallager? Das wäre das eine, es ist hierzu keine, also sozusagen von der Sache her war er in der Kriegsgefangenschaft und das wäre dann eine Untersuchung innerhalb der Kriegsgefangenenlager gewesen. Die Internierung der Speziallager, wie ich vorhin versucht habe zu sagen, betraf eben eher diese präventive, sicherheitspolitisch gedachte Maßnahme, die sozusagen eher breit gedacht war und nicht unmittelbar der Verfolgung von Kriegsverbrechen diente. Also so würde ich das jetzt ganz knapp so antworten. Lass ruhig an, wir fragen ja noch weiter. Aber das wäre jetzt, war ja sozusagen eine kurze Runde, jetzt möchte ich aber unbedingt Frau Stadelmann mit reinziehen. Wenn man das jetzt mal so überspitzt zusammenfasst, also das, was die sowjetische oder die Entnazifizierung durch die sowjetische Besatzungsmacht durch Speziallager hätte leisten können, bleibt immer noch die Frage, wir können darauf zurückkommen, ob das überhaupt das Ziel war, dieser Speziallager, bleibt unerledigt. So einer wie Blösche, wir haben einen konkreten Fall, aber es gibt ja auch noch andere, bleibt übrig und ja, wird Aufgabe der Staatssicherheit. Wie ist das jetzt sozusagen aus Sicht der Staatssicherheit? Hatten die das von vornherein mit auf der Agenda oder ist das jetzt durch den Fall Blösche oder durch andere Themen auf einmal ein zusätzliches Arbeitsgebiet der Staatssicherheit geworden? Also Sie hatten es nicht, also wir hatten ja vorhin gesagt, die Entnazifizierung über die sowjetischen Speziallager ist eigentlich mit den Waldheimer Prozessen abgeschlossen. Und dann geht die DDR davon aus, wir sind ein antifaschistischer Staat, bei uns gibt es keine Faschisten mehr, die sitzen alle im Westen, das wurde vorhin ja auch schon gesagt. Da muss ich ganz kurz reingrätschen, Waldheimer Prozesse, das sind also ungefähr 3.500 Menschen aus den Speziallagern, die nicht verurteilt worden waren, die meisten davon in Buchenwald, die werden dann im Frühjahr 1950 in Waldheim bei Leipzig verurteilt und dann ist das ganze Kapitel scheinbar abgeschlossen. Genau. Und die Staatssicherheit hat Anfang der 50er Jahre ganz andere Baustellen, die es zu beackern gilt. Und da die DDR ja ein antifaschistischer Staat ist, gibt es eben auch keine NS-Verbrecher mehr. Das ist die Ausgangslage. Im Laufe der 50er Jahre, also das MfS verfügt von Anfang an über Aktenmaterial aus der NS-Zeit. Und im Laufe der 50er Jahre kommt eben auch noch mehr aus Moskau, das wieder zurückgegeben wird. Also Ende der 40er Jahre wird sowohl von sowjetischen Einheiten, aber auch von Polizeieinheiten der SBZ, also Deutsche, wird Aktenmaterial gesammelt
vor allen Dingen auch Gestapo-Unterlagen. Vieles davon geht erstmal nach Moskau, aber einiges bleibt eben auch in Berlin. Im Laufe der 50er Jahre gibt es Rückgaben. Und Ende der 50er Jahre verfügt das MFS über ein sogenanntes Sonderarchiv, NS-Sonderarchiv. Und das ist hier auch tatsächlich unweit des Haftortes eben auch untergebracht, in der Villa Heike, wie wir es heute auch nennen. Also wer durch die Freienwalder Straße gekommen ist, ist an der Villa Heike vorbeigekommen. Es ist das einzige alte Gebäude, das hier noch in der Freienwalder und eben im ehemaligen Sperrgebiet liegt. Dieses Aktenmaterial wird Anfang der 50er Jahre vor allen Dingen zur Überführung für Abtrünnige aus den eigenen Reihen verwendet. Kommunisten, vor allen Dingen Kommunisten, die im Exil waren, werden anhand von Gestapo-Unterlagen, wird versucht, sie zu überführen, des Verrats und so weiter. Die Verfolgung von NS-Verbrechen bleibt erstmal bei der Kriminalpolizei. Anfang der 50er Jahre ist Aufgabe eben der Kriminalpolizei. Das MFS unterstützt von Zeit zu Zeit in einzelnen Fällen mit Material. Letztlich ist es erst Ende der 50er Jahre, dass die DDR, das SED-Regime, sich gezwungen fühlt, eben auch durch die aufkommende juristische Aufarbeitung in der Bundesrepublik, man ist plötzlich unter Zugzwang, weil da werden Dinge bekannt und hoppla, plötzlich gibt es doch Menschen im Osten, also in der DDR, die NS-Täter waren. Und so entsteht eben dieses Spiel zwischen Ost und West. Also ich würde auch sagen, auch im Westen gibt es durchaus auch eine juristische Aufarbeitung, die sehr auf die DDR bezogen ist. Also sowohl Bundesrepublik als auch DDR agieren da nicht unabhängig voneinander. Und so entstehen eben die ersten Komplexe. Ermittlungsverfahren Ende der 50er Jahre. In der Regel sind es Männer, es gibt auch einige Frauen, die verurteilt werden wegen NS-Verbrechen, NS- und Kriegsverbrechen in der DDR. Und es läuft parallel zu einer Propagandakampagne des SED-Regimes gegen hochrangige Regierungsmitglieder in der Bundesrepublik, weil in der Bundesrepublik sitzen ja die ganzen NS-Täter. Also vielen wird wahrscheinlich bekannt sein, es gibt Schauprozesse gegen Theodor Oberländer, der ist Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge. Der wird in Abwesenheit zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt, wegen NS-Verbrechen. Dann Hans Globke, Staatssekretär im Bundeskanzleramt, also der Chef im Bundeskanzleramt, wird in Abwesenheit zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Grundlage ist vor allen Dingen sein Kommentar zu den Nürnberger Rassengesetzen. Jenseits von der Schuldhaftigkeit dieser Menschen, inwieweit sie NS-belastet, NS-Täter sind, nutzt die DDR das aber eben, um ihm weiter zu zeigen, die Bösen sitzen im Westen. Aber gleichzeitig kommen eben dann auch durch die juristische Aufarbeitung im Westen kommen Informationen, werden öffentlich. Da gibt es eben eine Öffentlichkeit, die eben auch berichtet im Westen. Und ein Beispiel, das finde ich sehr interessant, ist Heinz Felfe, der als Doppelagent für BND unterwegs ist und den KGB, der wird enttarnt und plötzlich wird auch im Osten bekannt, da ist ein Agent für den KGB unterwegs, der war bei der SS. Und gerade auch dieser Fall löst eben durchaus viel Aktivität im MFS aus, was mit Sicherheit auch aus Moskau mit veranlasst wird. Weil die haben ein Problem. Plötzlich müssen sie sich rechtfertigen eben. Auch, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, die sich während des Zweiten Weltkriegs und auch davor schuldig gemacht haben, die Täter waren. Und das ist praktisch der Startschuss für die rege Ermittlungstätigkeit im MFS. Also wir haben in den 60er Jahren einige Ermittlungsverfahren. Mitte der 60er Jahre gründet das MFS sogar eine spezielle Abteilung dafür. Bei der Hauptabteilung 9 im Untersuchungsorgan. Es gibt auch eine Diensteinheit, die Vorermittlungen führt, extra dafür. Also und das ist eben ein Fall, wo Josef Blösche dann eben auch entdeckt wird. Die Ermittlungen fangen 65 an, aber davor gibt es eben auch schon einige Fälle. Und Blösche ist eben einer von
unter anderem, die auf diese Art und Weise eben vor Gericht gestellt werden. Ja. Danke. Dann wieder an Herrn Bünz. Warum haben Sie sich da gerade Blösche rausgepickt? Wir kriegten den Auftrag, zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto mal was zu machen. Das ist manchmal so bei Fernsehleuten. Es ist so Jubiläumsjournalismus. Es ist nicht besonders angesehen, aber wenn man mit Monika Siraska zusammenarbeitet, dann findet man manchmal hochinteressante Sachen. Ich meine jetzt nicht nur den Stenzel, sondern auch zum Beispiel diese Bilder aus dem Warschauer Ghetto von Polen gemacht. Das war eine Sensation in Polen. Übrigens wird es in Polen sehr genau verfolgt, ob wir hinter den Blöschen auch her sind. Also, dass wir uns darum gekümmert haben, wurde dort durchaus wohlwollend bemerkt. Warum Blösche? Erstens ist er natürlich der symbolische Mann. Zweitens ist der Mann, der ihn verhört hat, schon seit längerem als Zeitzeuge unterwegs. Also wir waren keineswegs die Einzigen, was aber in der Medienkonkurrenz auch niemand juckt. Also es war der Tagesspiegel 1989 mit einem hervorragenden Artikel eben über den Mann, der Blösche verhörte. Drei Seiten kann ich jedem nur empfehlen. Also Fernsehen ist ja okay, aber ein richtig gescheiter Zeitungsartikel, das ist nochmal was anderes. Das war das Erste. Das Zweite weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass Stenzel auch im Deutschen Historischen Museum schon als Zeitzeuge einvernommen wurde. Das ist irgendwie bei allen Bedenken. Doch jemand, der 760 Stunden, nicht ganz, es war noch jemand anders, aber die waren eine kleine Truppe, es gibt niemanden, der Blösche von der Seite kennt. Es gibt einen Dokumentarfilm der ARD zum 60. Jahrestag des Jubiläums von meinem Kollegen Heribert Schwan. Der wollte Stenzel auch übrigens interviewen, aber Stenzel wollte nicht mit ihm reden, weil Heribert Schwan so die Vorstellung hatte, Verbrecher können nicht über Verbrecher richten. Gab es ja hier ja vielleicht auch mal so irgendwo so ähnlich. Mit dem wollte er nicht reden, aber er hat danach mit einigen Leuten schon erzählt, seine Version. Und anders als in diesem Dokumentarfilm vom Schwan kommt zum Beispiel Reich Ranitzky vor. Der äußert sich aber nicht zu Blösche, obwohl er ihn, glaube ich, ganz gut kannte. Reich Ranitzky hatte eine Funktion im Judenrat, eine schreckliche Funktion, zu bestimmen, wer als nächstes selektiert wird. Und dann gab es Kriminologen und Psychologen, die sich alle über Blösche äußerten. Und dann dachte ich, oh, das ist aber dünne. Also Sie wissen das selber, es geht nichts über Zeitzeugen. So oder so, es tut mir leid, aber es ist so. Ich habe Zeitzeugen selber mit Sühnezeichen erlebt in den Niederlanden aus dem niederländischen Widerstand. Das sitzt, das merkt man sich. Gut, und bei allen Vorbehalten, Blösche, Stenzel gegenüber, Anruf war nicht genug, sondern das dauerte eine Weile. Und ein gewisses Grundvertrauen, es geht jetzt, du bist wichtig, weil du Blösche genau beschreiben kannst in seiner Geständnis, in seiner familiären Situation. Und das haben wir dann auch gemacht. Hier um die Ecke, in dem alten Flüchtlingsheim, wo Stenzel nach 89 als Wachmann gearbeitet hat. Dann haben wir ihn interviewt und meine Kollegin Monika sagt, was hat er da gesagt? Weil das ist auch, man muss erstmal genau zuhören, was er sagt. Aber ich finde, er hat ähnlich wie in dem Artikel, wir haben jetzt nichts Neues in dem Sinne rausgebracht. Er hat seine Geschichte erzählt über anderthalb Stunden und sein letztes Wort war, das werden Sie nicht wieder los. Und das ist vielleicht die Basis eines Interviews zwischen wem auch immer, dass man sagt, das lasse ich jetzt auch mal so für mich stehen. Das nehme ich ihm ab. Wer einmal diese Akten auch im Bundesarchiv gelesen hat, was die gemacht haben, das ist so unbeschreiblich. Es ist irgendwie ganz klar, dass die vor Gericht gestellt werden müssen. Bei allem Vorbehalten gegen alles, was ich heute auf der Führung gesehen habe. Also es wird ja nicht leichter, wenn man sich besser auskennt. Ja, Frau Stadelmann, ein neuer Blick auf die Vernehmer, die hier in Hohenschönhausen tätig waren? Also die Ausschnitte, ich meine, das Interview ist ja offensichtlich sehr viel länger. Ich würde es mir echt gerne mal komplett angucken, weil es gibt nicht so viele Interviews mit MFS-Mitarbeitern und eben auch nicht mit Vernehmern der H9, auf die wir zurückgreifen können. Das, stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, das wäre tatsächlich.
Das wäre tatsächlich sehr interessant, aber mir ist natürlich einiges aufgefallen und bei mir tauchen dann natürlich auch Fragen auf, weil Herr Stenzel hätte ja auch, ich weiß nicht, ob er in den anderthalb Stunden auch Auskunft darüber gibt, Sie haben eben gesagt, Blösche ist ein symbolischer Mann, das war er für das MFS natürlich auch und er passte genau in das Bild, was man propagandistisch dann eben auch wieder zeigen kann. Wir erwischen die Schlimmsten, aber Sie haben eben auch andere wiederum laufen lassen. Es gibt Fälle, wo das MFS auch ermittelt, wo es tatsächlich auch Schuld gibt, also Menschen Schuld auf sich geladen haben, Verbrechen begangen haben, aber die werden nicht vor Gericht gestellt und die werden nicht verurteilt, sondern die sind nützlich und dann nutzt man sie eben auch, weil das MFS ist in dem Fall eben nicht nur ein Untersuchungsorgan, sondern eben auch eine Geheimpolizei und auch ein Geheimdienst. Gerade wenn man sich die Geheimdienstkonfrontation zwischen Ost und West anguckt, machen übrigens beide Seiten, der Westen wie der Osten, werden gerade NS-Täter eben auch genutzt als Agenten, als Doppelagenten auch eingesetzt, weil man kann sie gut unter Druck setzen. Und es gibt aber auch NS-Täter in der DDR, die sind in entsprechenden Funktionen. Die sind in der SED, die haben sich einen Namen gemacht vor Ort, lokal, wo sie eben leben in den 60er und 70er Jahren. Da hält sich die SED und das MFS sehr zurück und man lässt die Ermittlungen liegen. Also das wäre eben auch interessant, weil ich glaube, Rainer Stenzel hat sich das hier mit auseinandergesetzt. Der hat dazu ja auch veröffentlicht zu den NS-Verfahren des MFS und das wäre eben auch interessant, den Blick dann mal zu sehen, ob der Blick auch vorhanden ist. Das würde mich dann schon interessieren, ob das nach 30 Jahren Ende der DDR, ob dann eben auch so ein Blick möglich ist von Aktiven, ehemals Aktiven. Also er hat ja ein dickes Buch geschrieben mit seinem Kollegen, das habe ich da unten, das packe ich aber nicht aus. Da steht drin, wir räumen freimütig ein, dass wir Leute umgedreht haben. Wenn man die deutschen Serien über den BND der 60er Jahre sich anguckt, hat man den Eindruck, die bestanden nur aus alten Nazis. Also insofern denke ich, das ist jetzt ein unsportlicher, so können Sie nicht denken, aber ich denke dann eher so und denke, das ist doch deutsches Erbe, also beide deutsche Staaten. Ne? Sie sprachen von der Lebenslüge der DDR. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe da auch meine Zweifel. Ich bin ja bei Sündezeichen. Wir sind damals rumgelaufen. Wir hatten absolut diesen gesamtdeutschen Blick. Wie weit sind wir gekommen? Wer sitzt da immer noch? Naja, Punkt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also Sie räumen ein, dass Sie die umgedreht haben. Da sind Sie fast noch ehrlicher, als sind Sie Profis sozusagen, Geheimdienstprofis. Und das andere ist, ich habe ja mit Stenzel zwei Vorgespräche geführt, lange, und da sagte er zu mir, weil er auch irgendwie unter Rechtfertigungsdruck steht, warum haben wir diesen ganzen Apparat da aufgebaut, 700 Stunden, das ist ja schon eine lange Zeit und so viel Kaffee und schlechte Zigaretten kann man gar nicht rauchen und so weiter und so fort. Und da sagt er, ja, wir haben dann aber auch den Fall von Herrn Langer, den haben wir auch am Wickel gehabt. Den kennen Sie sicherlich auch. Langer ist jemand, der seinen ganzen Lebenslauf so weit zusammengelogen hat, und am Ende ist er Staatsanwalt, Kreisstaatsanwalt in Rostock geworden. Und die Akten, wenn Sie die zurückverfolgen, dann sehen Sie, dass Mielke das persönlich genehmigen musste. Da steht der Stempel noch oben rechts drauf, weil das war ein verdienter Genosse. Und der kriegte auch noch seine Äpfel aus seinem Schrebergarten in die Zelle geliefert und so. Was einem Typen wie Stenzel, jedenfalls sagt er, dass mir heute stank. Also der wurde besser behandelt. Wahrscheinlich hätte ein Ermittler, wenn Sie sich da erstmal reingefuchst haben, gedacht, also da müssen auch ganz andere Leute angeklagt werden. Aber das konnte ich konnte jetzt nicht zu Stenzel sagen, wissen Sie, Sie haben noch 20 andere geschont aus guten, das so weit reicht mein Wissen nicht. Vielleicht weiß man mehr, wenn man im Bundesarchiv, also ich kann nur den Band 29 bis 88 empfehlen, also da ist bestimmt was drin zu diesen Fragen. Kurzer Rückgriff nochmal auf die sowjetische Epoche, also die Speziallager. Nur um das mal so ein bisschen rauszuarbeiten. Haben Staatssicherheit, also deutsches MFS und sowjetisches NKWD, sowjetische Staatssicherheit, da irgendwie zusammengearbeitet? Gibt es so einen Übergang von Speziallager zu deutscher Polizeiarbeit oder dann eben auch politisierter, geheimpolizeilicher Polizeiarbeit? Oder musste sich die Staatssicherheit dann neu erfinden? Ja, es sind, glaube ich,
auch ähnliche Strukturen. Also wir haben sozusagen vom Geheimdienst gesteuerte Untersuchungen gegen NS-Verbrecher. Eben, das beginnt ja schon durch den sowjetischen NKWD, unter anderem eben auch in den Speziallagern. Also ich habe mir das mal genauer angeschaut, wie da Untersuchungen eingeleitet werden über ein auch Befragungssystem, Spitzelsystem eben, versucht man sozusagen an Informationen zu kommen, und das führt auch dann zur Übergabe an Militärtribunale aus den Speziallagern heraus, auch wenn es nur einen Bruchteil der Insassen betrifft. Aber das ist eben ganz interessant, dass da konkrete Straftaten auch verfolgt werden, die sich vor allem um Verbrechen in der Sowjetunion drehen, also zum Beispiel Abtransport von Zwangsarbeitern oder Ausbeutung, also Landwirtschaft, sogenannte Sonderführer Z, die sozusagen der Wehrmacht beigeordnet waren und dann landwirtschaftliche Produkte nach Deutschland brachten und so weiter. Also solche Fälle, und da gibt es eben auch die Urteile, die dann zugänglich sind. Und das Problem ist eben auch, das stellt sich eben auch heute eben für die Forschung, dass durch diese geheimdienstlichen Ermittlungen es natürlich auch keine, also gut zugänglichen Quellen gibt, also für den NKWD, wie dann später auch für die Stasi, wobei natürlich jetzt, indem das ans Bundesarchiv übergeben wurde, da sich das, die Situation anders darstellt. Also ähnliche Struktur, geheimdienstliche Ermittlungen gibt es. Das setzt auch mit einer gewissen Verzögerung ein in der sowjetischen Besatzungszone. Das hängt auch damit zusammen, dass man eben auch da die Dokumentation erst später hat, also Warschauer Ghetto, da gibt es ja dieses berühmte Ringelblum-Archiv, was ja dann erst 1946 ausgehoben wird. Also das ist ja erstaunlich, da hat sich eine Gruppe von Wissenschaftlern gefunden, da ist eine Ausstellung gerade in München zu sehen im Jüdischen Museum, die sehr empfehlenswert ist. Also erstaunlicherweise finden die diese Dokumentation dann 1946, und das ist natürlich auch die Basis dann auch für weitere Ermittlungen. Also da muss man natürlich auch das alles in den Zeitkontext sehen, also wann setzen auch überhaupt solche Ermittlungen gegen Kriegsverbrecher ein. Der Übergang dann von der vom sowjetischen Geheimdienst an die Staatssicherheit, ich glaube, dass soweit ich das beurteilen kann, für die Waldheimer Prozesse, da ist es so, dass im Grunde eine Art der Vorverurteilung, dass es die gab. Es gab Voruntersuchungen, aber es ist dann so, dass deutsche Polizisten, Polizeischüler Vernehmungen durchführen, auch Akten anhäufen und so weiter, aber das Maß dann der Verurteilung ist im Grunde vorher vorgegeben, schon durch die sowjetische Besatzungsmacht, also die Urteile sollen, das war auch eben das Diktum der SED, sollen eben nicht von dem abweichen, was vorher sozusagen von den Freunden festgelegt worden war. Also so, dass da bei diesem Übergang im Grunde an die deutsche Justiz dann so eine Art Vorentscheidung schon gefallen war. Wie weit nimmt die, und dann öffne ich mal ins Publikum, wir haben dann wirklich noch ausreichend Zeit, hier einige Fragen durchzugehen. Wie weit nimmt die Staatssicherheit diese, ich nenne es jetzt mal, ja, also die Verfolgung von NS-Verbrechern mit in ihre Agenda auf? Oder ist das eher so ein, wie soll man sagen, so ein lästiger Sonderfall? Ja, das passiert mal, so ein Blösche oder so, und dann arbeiten wir das schnell ab. Das ändert aber nichts an unserer grundsätzlichen Ausrichtung, was wir hier in diesem Staat DDR zu tun haben. Also sie nimmt diese Verfolgung schon auf in ihre Agenda ab den 60er Jahren oder ab Ende der 50er Jahre. Und dann haben wir auch, ich habe mir mal so die Daten rausgeschrieben, weil ich arbeite zwar viel mit Zahlen, aber ich kann sie mir immer so schlecht merken. Wir haben in den 60er Jahren zum Beispiel hier in Hohenschönhausen 14 Personen, also die ich im Moment verifizieren kann, die wegen NS-Verbrechen verhaftet wurden, die auch verurteilt wurden. In den 70er sind es 20 Personen, in den 80ern dann 10. 4 Fälle haben wir in den 50er Jahren.
Und da sieht man schon, dass das in den 60er Jahren und in den 70er Jahren eben forciert wird. In den 80er Jahren nimmt es auch wieder ab. Und ich würde schon, ohne dass ich jetzt da tiefer geforscht habe zu den einzelnen Fällen, würde ich schon sehen oder vermuten wollen, dass das sehr stark eben auch mit der Ermittlungstätigkeit in der Bundesrepublik zusammenhängt und mit der Auswertung der Unterlagen, die Vorlagen. Also gerade wenn der Rainer Stenzel erwähnt den Stroop-Bericht, der wird natürlich dann auch komplett ausgewertet. Blösche gesteht ja sofort, sitzt aber 2 Jahre in Untersuchungshaft. Was wird in diesen 2 Jahren gemacht? Also das Geständnis, das kriegt das MFS relativ schnell. Natürlich geht es auch darum, weitere Namen zu erfahren. Das heißt nicht, dass alle verfolgt werden, dass alle in Haft kommen, aber es ist wieder Material, auf dem das MFS aufbauen kann. Das ist die grundlegende Tätigkeit der Geheimpolizei, gerade auch bei diesen Ermittlungsverfahren. Also wenn jemand in Haft ist, dann wird versucht, eben auch weitere Namen zu erfahren. Und da ist es egal, ob ich mich NS-Verbrechen schuldig gemacht habe, ob ich Republikflucht begangen habe oder versucht habe oder anderweitig in Opposition zum Regime getreten bin. Das ist einfach das grundsätzliche Versuch, was, glaube ich, auch, ich denke mal, sehr viele, es sitzen hier einige ehemalige Häftlinge, Zeitzeugen aus dieser Zeit am eigenen Leib erfahren haben. Es geht darum, eben weitere Informationen, weitere Personen zu haben. Ich habe jetzt den Fall Blösche nicht komplett durchgearbeitet, weil es sind unzählige Bände, aber mir ist ein Bericht in Erinnerung geblieben, wo der Rainer Stenzel, das ist ja der Vernehmungsoffizier, eben schreibt, Blösche sei nicht bereit, Namen seiner, wie nennt man die, Kollegen im Warschauer Ghetto zu nennen, das widerspräche dem Ehrenkodex der SS. Das akzeptieren die erstmal so. Rainer Stenzel akzeptiert es erstmal so und man dringt nicht weiter in ihn ein. Erst nach einer gewissen Zeit wird dann Druck ausgeübt. Also man sieht schon, wie das MFS eben auch in dem Fall arbeitet. Deswegen sitzt der Mann eben auch fast 2 Jahre in Untersuchungshaft. Um das zu ergänzen, also meine Frage war eigentlich, wie gelang es so wenigen Leuten, eine so große Menge von Menschen so in Schach zu halten und so unter Terror zu setzen? Denn es war eben Herr Klostermeier, er nennt die Namen da auch, also es sind eigentlich 3-4 Leute. Also die richtige Terrorgruppe, die im Ghetto selber saß und da, wie gesagt, Remi Demi mit der Rikscha und so weiter, das war eine ganz kleine Gruppe. Und deren Namen waren, da der eine war schon verurteilt, also das war, glaube ich, nicht jetzt, keine Ahnung, das sicherlich hat er sich irgendwann mal gewehrt, denn diese Ehre, diese Kameraden-Ehre, ich meine, der Eichmann ist auch durch die halbe Weltgeschichte noch gegondelt, bis nach Südamerika und ins Mercedes-Benz-Werk als Lackierer, weil da ein alter Kamerad saß und ihm eine Stelle besorgte. Also das ist, glaube ich, keine Fiktion, sondern das war eben so deren Art von Empathie, könnte man sagen, vielleicht, wenn sie auch sonst überhaupt gar keine andere hatte. Aber ansonsten hatte ich schon den Eindruck, dass er doch auch so ein Wicht war, dass er schon, ich meine jetzt Blösche, dass er dann schon irgendwann gesungen hat. Also man hat den Eindruck, das Bild war schon ganz komplett. Also ob die Stasi sich damit irgendwas zufrieden gegeben hat, den Eindruck hatte ich nicht. Also auch gerade nach dem, was ich heute von der Führung genommen habe. Also wenn es irgendwas gibt, was sie wirklich gut konnten, dann war es immer wieder die gleiche Frage zu stellen, bis es allen aus den Ohren raushing. Das ist mein Eindruck, aber ich bin kein Spitzgezerrt. Es gab ein ernsthaftes Aufklärungsinteresse. Ja, das Problem ist ja immer, wenn Sie Leute drauf ansetzen. Der Rainer Stenzel war 25 Jahre alt, war Vater von 2 kleinen Kindern, kommt aus einer Familie, die vielleicht nicht im Widerstand waren, aber eher aus der sozialdemokratischen Ecke waren. Der Sitz wird jetzt hier darauf beordert, weil sein Vorgesetzter hat Krebs und fällt aus. Der muss diesem Mann da gegenüber sitzen, der doppelt so alt ist wie er selber. So, und dann zieht er sich ja die Uniform an, haben Sie ja alles gehört. Und dem muss er gewachsen sein. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Anstrengung. Und meine Vermutung ist, dass er sich mit seiner Aufgabe als braver Deutscher absolut identifiziert und damit dann irgendwann auch in Konflikt kommt. Es ist bestimmt kein Zufall. Die wäre meine Vermutung, dass die irgendwann nicht mehr so fleißig waren mit dem Ermitteln. So ab X, vielleicht 70,
Weil da, also schon bei dem Staatsanwalt in Rostock merkt er, dass er da an Grenzen stößt. Ne? Also wenn da, es gab ja glaube ich 8% aller SED-Mitglieder waren NSDAP-Mitglieder vorher. Also da wird es bestimmt noch einige gegeben haben, wo das Bohren auch noch geholfen hätte. Aber dann war vielleicht auch genug, ja. Es kann sein, das wäre ja eine Frage für die Akten. Das Akt, vielleicht findet man da was. Haben Sie Fragen? Wir machen noch eine Runde, dann können Sie ein bisschen überlegen. Doch, da gehen schon die ersten Finger hoch. Jetzt muss ich, glaube ich, mich von meinem Mikrofon trennen. So war die Verabredung, ne? Soll ich aufstehen, oder? Ja. Och, nee. Wo ist Kamera? Okay. Erstmal herzlichen Dank für die Veranstaltung. Wo mir auch das Herz oftmals stehen blieb. Ich wusste ja, dass das keine lustige Veranstaltung wird und trotzdem, obwohl ich hier aus Kante, bedrückt und berührt mich das hier auch. Und trotzdem bin ich dankbar, hier sein zu dürfen und Sie erleben zu dürfen, auch Ihre Kompetenz und sowas. Und dafür ganz herzlichen Dank an alle, die damit beteiligt sind. Auch danke, lieber Tillmann Bünz, für Ihren Film. Wenn wir uns heute gerade hier exemplarisch mit dem Verbrecher stellen, fand ich Ihren Film sehr bewegend auch, weil er im Mittelpunkt gerade Christina und das, die Opfer dann eben auch in den Mittelpunkt stellt und ehrt. Sehr würdevoll nach meiner Wahrnehmung, dann, wenn ich das sagen darf. Und was häufig eben nicht geschieht. Und gerade meine Frage zu dem Bild dann auch, ja, Herr Blösche wird mit Namen genannt, da weiß man denn was über die Opfer auch, die jetzt hier diesen berühmten Jungen, denn, der wohl wenige Augenblicke später von Blösche erschossen wird, stimmt das überhaupt? Also ich habe das öfter in Dokumentation gehört. Und weiß man dann auch seinen Namen oder weiß man auch noch Konkretes die Namen der Menschen, die da dargestellt wird, Opfer eben, nicht die Täter? Danke. Ja, ich wollte mich auch erstmal bedanken für die hervorragende Information, die bisher jetzt im Rahmen der Veranstaltung hierher gekommen sind. Zwei Fragen, wenn ich darf. Einmal, wie ist denn dieses Braunbuch zustande gekommen in der DDR? Das hat ja dann im Westen große Aufregung herbeigeführt. Wie gesagt, wie ist es intern in der DDR entstanden? Wer hat da mitgewirkt? Wie ist es auch in die Bundesrepublik gekommen und hat dann zu dieser großen Publizität geführt? Und das Zweite, was mich als Jurist auch interessiert, diese Verfahren in der DDR gegen Oberländer und Globke. Ja, waren das nun reine Schauprozesse? Waren da in gewisser Weise ja, rechtsstaatliche Kriterien, zumindest ansatzweise vorhanden? Die Angeklagten waren ja nur nicht da. Gab es dann also auch Verteidiger, die da aufgetreten sind? Also wie ist, naja, natürlich nicht jetzt unter dem extremen Maßstab eines demokratischen Rechtsstaates, aber waren da gewisse Regulative eingehalten worden in diesem Verfahren? Okay, schönen Dank. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken, das ist ein sehr bewegender Film. Ich hätte eine Frage nochmal zu dem, Sie hatten erwähnt, dass der Blösche so in das propagandistische Bild reinpasste. Ich hätte eigentlich bis dahin gedacht, dass das alles geheim war und eben auch die Aburteilung. Vielleicht können Sie einfach informationshalber nochmal sagen, wie denn dieser Prozess dann ablief, ob das überhaupt in die Öffentlichkeit gelangt ist und wenn ja, wie dann eigentlich die Begründungsfigur war, genau dieser rhetorische Griff, dass man eben jetzt nicht auf den Westen zeigen kann, sondern irgendwie mit dieser ja, Lebenslüge und Lüge ja irgendwie umgehen müsste. Vielen Dank. Vielen Dank für diese wirklich sehr anregende und interessante und auch wichtige Runde. Und meine Frage ist, geht ein bisschen in die Richtung, Julia Landau hat ja Wilhelm Backhaus, diesen Gestapo-Menschen aus Potsdam von der Gestapo-Stelle, der war da eine führende Figur, erwähnt. Der war zeitweise Stellvertreter von Bruno Sattler, auch ein Mensch, der hier inhaftiert war, der, glaube ich, Blösche
nur wenig Nachstand. Der war Gestapo-Chef von Belgrad und dort für die Ermordung von Tausenden von Jüdinnen und Juden verantwortlich. Der saß auch, soweit ich weiß, längere Zeit in Hohenschönhausen. Aber meine Frage geht eher, mir ist aufgefallen, die Zahlen, die Frau Stadelmann-Wenz genannt hat für die 60er, 70er, 80er, die sind ja relativ niedrig. Die Zahlen, die mir bekannt sind aus Nebenherforschungen, das macht ja die eben für das Speziallager, das sowjetische Speziallager und vor allem auch für die sowjetische Untersuchungshaftanstalt, die, wo ich einfach Fälle kenne, die sind wesentlich höher. Das sind viele Dutzend Menschen mit enormen NS-Belastungen, die hier waren. Und also ich will nur zwei, drei Beispiele nennen. Also es saßen beispielsweise alle Angeklagten und später Verurteilten des sowjetischen Sachsenhausen-Prozesses hier. Damit war der letzte Kommandant des KZ Sachsenhausen. Also ich arbeite in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Dort spielt das eine große Rolle. Anton Keindl und viele andere Leute aus dem Kommandanturstab und auch alle Frauen, das waren auch, ich glaube, 17 oder 18, die im sowjetischen Ravensbrück-Prozess 1948 verurteilt worden sind, saßen hier. Da waren Oberaufseherinnen dabei. Eine dritte Gruppe, die ziemlich groß ist, sind von den Briten. Das ist auch nochmal eine Dimension, die ich kurz ansprechen will, von den Briten als NS-Verbrecher an die Sowjetunion 46, 47 zu Hunderten ausgelieferten Menschen. Die hießen Norweger, weil sie in Norwegen in britischer Haft gekommen waren, waren aber Deutsche oder Österreicher. Von denen saßen auch mehrere Dutzend hier. Und meine Frage geht so ein bisschen dahin, das ist so ausgespart worden, diese Zeit. Offensichtlich gibt es da wenig Forschung. Ich kenne das, die Lage ja. Was sind da die Pläne? Wie sieht da das aus, Speziallager und diese Untersuchungshaftanstalt? Ihre Frage war nach den, ob etwas über die Opfer bekannt ist, also nach dem Bild, also kurz danach, soweit man weiß. Roman Polanski hat das auch in einem Film nachgestellt, wurden die alle in Fünferreihen hingelegt und dann wurden sie alle erschossen, ungefähr 2000 Menschen. Blösche hat seine Beteiligern daran nie so ganz zugegeben, weil alles, was eine Massenerschießung war, war leichter mit Befehlsnotstand wegzuerklären. Individuelle Aktionen waren da anders. Ich glaube, dass von denen, soweit ich weiß, nur ein einziger überlebt hat. Das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Was den Jungen angeht, darüber gibt es, glaube ich, schon 8 Promotionen und eigene Forschungsrichtungen, weil wohl viele gesagt haben, das muss doch der sein oder ich bin derjenige. Stenzel ist der Meinung, nur ich sage das jetzt nur mal, ohne dass er hat sehr viel polnische Zeugen gehört oder deren Aussagen, dass der nicht überlebt hat. So. Aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß, Sie wollten das auch genau von mir wissen. Ich weiß es nicht. Es ist auch nach einigem, Monika Siratzka, vielleicht ist das eine Frage für dich. Weißt du irgendwas? Nee? So. Also es wäre ein Wunder, denn der Blösche zum Beispiel hatte den Auftrag, all die nicht transportfähig waren, also Kinder, Schwache und so weiter, vorher sich derer zu entledigen. Also das wäre sehr seltsam gewesen, wenn der das gerade überlebt hätte. Und was die Opfer angeht, diese Suche zum Beispiel nach Christina Budnitska, wir haben die damals gesucht, weil die, mein Chef hat mir gesagt, wir müssten irgendwie eine Person finden, mit der sich junge Leute identifizieren können. Hier kommen ja auch viele Schulklassen. Wir haben den Film neulich vor 3 9. Klassen in Beutzenburg vorgeführt. Und das ist genau aufgegangen. Also die Identifikation mit einem jungen Mädchen, die sich von ihrer Familie trennen muss und so weiter, das ist genau offenbar die richtige, auch die Konzentration da drauf. Es ist ja immer nur sie und dann ist es Stenzel, ne? Also das hat ganz, ganz gut funktioniert. Und dass sie so prominent ist, jetzt hat, glaube ich, der Bundespräsident, endlich gibt es einen Platz auch, da wurde früher das jüdische Ghetto war, der nach ihm benannt ist. Sie wollte ja immer einen Ort haben, wo sie nach ihrer Familie wenigstens gedenken kann. Das hat jetzt 80 Jahre gedauert, so ungefähr. Aber den gibt es jetzt. Also, und es gibt nur ganz wenige, das wollte ich sagen. Es gibt ganz wenige Überlebende. Also um Christina Budnitska muss man jeden Tag beten, dass sie noch da ist, weil es gibt nur sonst nur noch 3, 4, 5 alles ältere Damen mit erstaunlicher rhetorischer Kraft und einer unglaublichen Resilienz. Also wir wären fast für eine nach Israel gefahren zusammen, also um die zu interviewen, weil es gibt nicht mehr so viele. Und man muss das
aufnehmen, denn das wirkt. Ja, Ihre Frage zu Globke und Oberländer, zu den beiden Prozessen. Also da gibt es einiges an Literatur dazu. Ich habe mich jetzt nicht intensiv mit diesen beiden Prozessen beschäftigt, aber sie sind schon in der Tradition der Schauprozesse abgehalten. Von Rechtsstaatlichkeit würde ich da nicht ausgehen. Gleichwohl ist man sich auch in der Forschung einig, dass was bei diesem Prozess zutage gefördert wird, sowohl gegen Theodor Oberländer als auch gegen Hans Globke, sind tatsächlich Vorwürfe, die sich bestätigen. Heißt aber nicht, dass das Verfahren deswegen rechtsstaatlich war. Also da würde ich Sie einfach darauf verweisen, das nochmal bei Henry Leide nachzulesen. Der hat das eigentlich ganz gut aufgeschlüsselt, und auch bei Annette Weinke, die eine umfangreiche Studie zu der juristischen Aufarbeitung sowohl in Ost als auch in West geschrieben hat. Das Braunbuch, genau. Das ist eben Teil dieser Propagandakampagne, die ich vorhin erwähnt habe. Und es ist natürlich eine wesentliche Publikation. Die Leitung der Kampagne liegt bei der SED-Führung. Albert Norden leitet das Ganze. Das MFS arbeitet zu mit Informationen, was durchaus auch wieder aus dem Archivmaterial dieses sogenannten NS-Sonderarchivs kommt. Dann war noch eine Frage, ob... Niedrige Zahlen, Norweger. Na, vorher war noch der, ob Blösche ein Schauprozess auch war. Bei diesen Prozessen gegen NS-Tätern in den 60ern, 70ern, 80ern griff man dann zu Schauprozessen, wenn es sich anbot. Es gab auch durchaus welche, wo keine Öffentlichkeit zugelassen war. Also bei Blösche ist eine erweiterte Öffentlichkeit zugelassen und auch erwünscht. Wir finden eigentlich ab Mitte der 60er Jahre kaum noch wirklich Schauprozesse aus der Tradition der 50er. Ich würde sagen, das hört Mitte der 60er Jahre auf. Aber gerade diese Prozesse gegen den NS-Täter, wenn die Täter dann eben auch entsprechend sich so verhielten vor Gericht, dann eben auch das Ganze mitgespielt haben, die Inszenierung, dann hat man natürlich das auch gerade für Journalisten geöffnet, also auch internationale Journalisten eingeladen, und Blösche war eben ein Prozess vor erweiterter Öffentlichkeit. Dass der in Erfurt ja stattgefunden hat vor dem Bezirksgericht, also man hat ihn dann wieder nach Thüringen zurückgebracht, das spricht ja auch dafür, dass das sozusagen eine Wirkung dann auch dort vor Ort haben sollte. Also ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie es in den Westen gekommen ist, aber auch da waren zum Teil IMs des MFS daran beteiligt, das im Westen zu verteilen. Aber da gab es bestimmt viele Kanäle. Ich meine, das Braunbuch ist vor dem Mauerbau erschienen. Da waren viele Wege möglich zwischen Ost und West. Vorher ist eine kleine Konferenz, und da ist jetzt ein kleiner Sammelband entschieden, und dort habe ich einen Beitrag drin, und da werden alle deine Fragen beantwortet. Alle Personengruppen, die du genannt hast, werden da erwähnt. Da habe ich den Versuch gemacht, eben die NS-Täter in der Zeit von 1947 bis 1951, also im sowjetischen Untersuchungsgefängnis, zu quantifizieren, habe da einige Beispiele genannt. Also es wird schon dazu geforscht, plus Ergänzung dazu. Ja, und auch nochmal zu den Zahlen, die so niedrig erscheinen, auch für die spätere Zeit. Ich habe jetzt die Zahlen genannt, wo ich eindeutig sagen kann, das sind Verfahren wegen NS-Verbrechen. Das lässt sich nicht immer bei allen tatsächlich feststellen, weil unsere Dokumentation basiert auf der Haftdokumentation des MFS. Das ist ein Name und ein Geburtsdatum. Da wird selten das Delikt oder eigentlich überhaupt nicht das Delikt festgehalten. Das heißt, nur in den Fällen, wo weitere Recherchen stattgefunden haben oder wo man anhand von
Literatur das eben ergänzen konnte, haben wir Informationen. Wir haben tatsächlich bei einigen eben auch noch Lücken und da bedarf es weiterer Recherchen, weshalb diese Personen dann eben auch hier saßen. Bei manchen kann man es vermuten, aber ich verwende gerne Zahlen, wo ich dann weiß auch, dass ich eine Grundlage dafür habe. Und wir sind ja heute deswegen auch hier, weil da eben auch noch weiteres passieren soll dazu. Da kommen wir vielleicht später noch. Ich wollte jetzt einfach noch mal kurz nachfragen. Ich hatte noch die zweite Frage, wie das dann begründet wurde quasi. Das Idee war ja nicht verlegen um Ausreden, aber wie hat man den Dreh dann gemacht, zu sagen, der Blöschel ist halt ja dann doch ein Faschist, der in der antifaschistischen DDR irgendwie noch gelebt hat und unentdeckt bleiben konnte. Ich weiß nicht, ist da was bekannt? Ich würde das jetzt auch so wenden, die Frage nach der Öffentlichkeit. Also es gibt diese Einzelfälle und das ist vielleicht auch so ein ganz guter Bogen. Wie öffentlich, nicht öffentlich sind Speziallager, Waldheimer Prozesse als sozusagen Nachbereitung des Erbes der Speziallager, sage ich jetzt mal, und dann solche Fälle, die Staatssicherheit, jetzt mal ein bisschen weg vom Einzelfall Blösche, die Staatssicherheit dann doch nach und nach auf den Tisch bekommt und sich ja auch dieser Fälle annimmt. Wie öffentlich ist das in der DDR? Also der sozusagen Speziallager, das ist eben alles im Geheimen, das ist der Geheimdienst, bis heute sind die Akten nicht zugänglich, aber Enrico Heitz hat vorhin zum Beispiel den Sachsenhausen-Prozess erwähnt. Es gibt ja dann tatsächlich sehr prominente sogenannte Demonstrationsprozesse, wo NS-Verbrechen aufgearbeitet werden, auch in der Öffentlichkeit. Also einige Fälle, die öffentlich verhandelt werden, aber eben sehr viel, was im Geheimen stattfindet, wovon wir zum Teil eben auch bis heute noch gar nicht alles wissen. Nochmal zurück, die Entscheidung, was öffentlich verhandelt wird und was ist Öffentlichkeit in der DDR, sind natürlich ganz, da gibt es viele, viele Facetten. Ja. Wir hatten jetzt über mehrere Jahre ein Datenbankprojekt, wo wir uns genau über diese Frage oft unterhalten haben, was heißt denn erweiterte Öffentlichkeit, wenn das eben vermerkt ist in den Unterlagen, dann sind es oftmals besonders eingeladene Menschen zu diesem Prozess. Das heißt, nicht jeder kann zu dieser Gerichtsverhandlung gehen, sondern die Leute werden explizit eingeladen. Was anderes ist natürlich, wenn Journalisten eingeladen werden. Dann nimmt man auch in Kauf, dass es natürlich über die Medien verbreitet wird und dass Menschen sich daran informieren können. Das ist dann der Fall, aber das sind eben auch nur einzelne Fälle. Das ist nicht in jedem einzelnen Verfahren so. Und das MFS wägt es eben in jedem Fall ab, was sinnvoll ist. Und in dem Moment, wo es Informationen gibt, die man nicht in der Öffentlichkeit haben möchte, dann wird es eben auch kein öffentlicher Prozess sein. Dann wird es immer begründet mit, hier werden Fragen behandelt, die die Sicherheit der DDR betreffen. Und deswegen ist es dann kein öffentlicher Prozess. Soweit, so gut. Es gibt allerdings auch in der DDR Veröffentlichungen in Buchform über Heinz Barth beispielsweise. Da ist auch beschrieben, wie die Fahndung abgelaufen ist. Das ist auch durchaus beschrieben, dass das MFS die Fahndung erledigt hat. Den Gestapo-Chef Tümmler in Dresden ist ein sehr gutes Buch rausgekommen. Und da kann man auch, glaube ich, nachlesen, ich habe es lange nicht mehr in der Hand gehabt, wie die DDR begründet hat, dass es, Barth war glaube ich Mitte der 70er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, dass es da noch Kriegsverbrecherprozesse gegeben hat, wie man darauf hingekommen ist. Vielleicht verschleiert, dass die Fahndung so lange gedauert hat. Heinz Barth war beispielsweise ein Allerweltsname. Aber es gibt auch in der DDR durchaus Literatur dazu, öffentlich zugänglich in jeder Buchhandlung zu kaufen, über solche Prozesse. Und wer genau hinguckt, auch wenn das Wort MFS wahrscheinlich nicht drin, beim Tümmler schon, beim Barth nicht, aber wer dann die Fotos aus dem Gerichtsprozess sieht, den bewachen ja keine Volkspolizisten. Das sieht man an den Uniformen, dass das Staatssicherheit zumindest gewesen ist. Also gibt es schon. Danke.
aufgefallen ist. Da ging es um die Überstellung von einem Insassen aus dem Speziallager Nummer 2 nach Hohenschönhausen zusammen mit fast 50 anderen im April 48. Und diesem Mann wird vorgeworfen, dass er in so einem motorisierten Reservebataillon, einem Polizeibataillon, an Morden in auch der Ukraine beteiligt gewesen war. Und der wird dann verurteilt zu 25 Jahren Lagerhaft, kommt nach Worcuta und wird 55 dann repatriiert. Und interessant fand ich, dass gleichzeitig sozusagen in dessen Abwesenheit in Bautzen ein Prozess stattfindet, der Entnazifizierungskommission, wo allerdings diese Verbrechen in der Sowjetunion keine Rolle spielen, sondern wo die Mitgliedschaft in der SA, in der NSDAP und so weiter, die eben das sozusagen das Thema und den Inhalt der Verhandlungen darstellen. Also und da sehe ich sozusagen, wenn man das beurteilt, dass das Motiv sozusagen der sowjetischen Strafverfolger eben diesen konkret Kriegsverbrechen in der Sowjetunion betreffenden Fall eben abzuurteilen, aber eine weniger große Rolle spielt sozusagen dann die öffentliche Wirkung, sondern eben die konkrete Verurteilung. Für mich zu dieser Frage der Öffentlichkeit will ich auch sagen, die wir ja sehr bedauern müssen, weil sie eben die Forschung erschwert und im Falle dieses sowjetischen Sachsenhausen-Prozesses ist das, dem bin ich nachgegangen, warum haben die den eigentlich öffentlich gemacht? Die sowjetische Militäradministration hat gute Erfahrungen gemacht mit einer Pressekonferenz im Speziallager in Sachsenhausen im August 1947, als ein durch die Briten ausgeliefertes deutsches Polizeibataillon dort abgeurteilt war, wie diese Justiz typisch war, geheim, hinter verschlossenen Türen. Aber dann wurden einige der verurteilten Polizisten internationaler Presse vorgeführt. Und das ist eben das Problem so ein bisschen dieser ganzen Justiz, dass sie eigentlich auf so eine Geheimhaltung, das ist eben eine Geheimjustiz. Und dann haben die gemerkt, es gibt international 1947 positive Reaktion, die Sowjetunion verurteilt NS-Täter. Und daraufhin ist die Entscheidung gefallen, den Sachsenhausen-Prozess gegen Anton Keindl und andere im Rathaus Pankow öffentlich zu machen. Und danach kamen die Entlassungen aus den sowjetischen Speziallagern. Der Kalte Krieg hat das überlagert, die roten KZs dominierten dann die westliche Berichterstattung. Und der Ravensbrück-Prozess, der sowjetische, im Juni 1948 ist dann schon wieder nicht mehr öffentlich gewesen. Da ist diese Erfahrung gewesen, wir dringen mit unserer Antifaschismusbotschaft nicht durch, jetzt kommt der Kalte Krieg und da werden eben Verfahrensmängel dann kritisiert und so weiter und dann geht das wieder zurück und ich weiß nicht, wie das in der DDR war, aber es gibt diese instrumentellen Überlegungen, die funktionieren nicht. Und damit ist auch eine Chance vergeben worden, sich mit Entnazifizierung, mit diesen Taten öffentlich auseinanderzusetzen, was ja heute in der politischen, historischen Bildung nicht nur eine Rolle spielt, sondern allgemein in einem gesellschaftlichen Prozessen. Und das ist sehr zu bedauern und es behindert die Forschung. Okay, dann leite ich etwas zur Abschlussfrage. NS-Verbrecher in Hohenschönhausen, was ist Stand der Dinge? Wo stehen wir? Frau Stadelmann natürlich zum Schluss. Ja. Ich komme ja jetzt gerade aus Thüringen und Blöcke war ja dann bevor seiner Verurteilung vor dem Bezirksgericht Erfurt noch kurzzeitig in der Andreasstraße inhaftiert und deswegen wird die Biografie Blöches auch dort in einem ganz kurzer, knapper Form erwähnt. Also ich finde dieses Thema unglaublich interessant für die historisch-politische Bildung, weil es sich eben solchen einfachen Einordnungen versperrt und ich glaube, man kann diese Ambivalenzen und diese Schwierigkeiten wirklich sehr gut nutzen in der politischen, historisch-politischen Bildung. Also diese einfachen Kategorisierungen funktionieren eben nicht und ich finde das gerade dann besonders interessant und spannend. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich da sehr Ihrer Meinung bin. Ich habe den Eindruck, dass wir diese Schlagzeile NS-Täter vor Gericht viel zu selten gesehen haben. Also dass beide deutsche Staaten Gott sei Dank in auch einer gewissen Systemkonkurrenz doch getrieben waren voneinander und vieles gemacht haben, was sie vielleicht ansonsten nicht gemacht hätten.
aber dass es trotzdem immer noch viel zu wenig ist. Und wahrscheinlich ist das Wichtigste, dass größere Verbrechen, ich meine jetzt nicht Mitläufertum, dass die geahndet werden. Dass so jemand wie Milosevic, um jetzt mal auf ein anderes Beispiel zu kommen, oder Putin oder so, dass die irgendwann mal, dass denen mal Gerechtigkeit und ihren Opfern geschieht. Das ist ganz wichtig, damit der Laden irgendwie zusammenhält. Das ist ganz wichtig. Das Gerechtigkeitsgefühl, das war in den, das kann man immer wieder herstellen. Und mein konkreter Wunsch wäre, um das, was heute so angestoßen ist, es gibt einfach noch zu viele Artikel vom Bundesarchiv und andere Stellen, in denen zum Beispiel diese Nazi-Prozesse nicht erwähnt werden. Und das, finde ich, ist eigentlich, ich meine, der Tagesspiegel ist ja nun nicht gerade der revolutionären Neigung verdächtig. Und es gibt so viele Quellen, in denen Stenzel schon reden durfte. Ich finde das schwierig, Sie müssen ihn nicht hier einladen, er wird wahrscheinlich auch nicht kommen, aber sagen wir mal, man kann es ja sehr nüchtern und analytisch beschreiben, sodass man da mal einen Tick macht, also dass man da einfach mal ein Fensterchen öffnet und dann sieht man mal weiter, was kommt. Denn ich glaube zum Beispiel, dass ich habe nach dem Warschauer Ghetto, nach dem Jubiläum war ein Artikel in der FAZ, es gibt keine deutsche Forschung zum Warschauer Ghetto jetzt mehr, keine einzige vernünftige. In Polen gibt es eine Menge, aber in Deutschland gibt es keine. Schrieb die FAZ. I don't know. Ist nicht meine Welt, aber ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich dachte, dieses Archiv Warschau führt ja direkt hierher, sozusagen, wenn man da hinter sich guckt. Da wäre bestimmt vieles zu holen. Also 5 bis 10 Doktorarbeiten, das wäre doch mal was. So, jetzt soll ich die Wunschliste auspacken. Irgendwie hatten Sie das so angekündigt. Also, nicht eine Wunschliste, aber was wir natürlich in Hohenschönhausen machen, und gerade Peter Erle hat sich vorhin zu Wort gemeldet, ist unsere Dokumentation tatsächlich weiterzuführen und die Daten eben auch zu verifizieren, zu ergänzen, abzusichern. Das passiert zurzeit auch schon fortlaufend. Für Speziallager und für die sowjetische Untersuchungshaft würde ich einfach gerne auch mit der Kollegin, dem Kollegen, die hier sind, aber auch mit anderen viel mehr zusammenarbeiten, weil ich glaube, wenn wir uns hier enger abstimmen und austauschen, dann kommen wir alle zu mehr, nicht nur Daten, sondern auch Wissen und können es gemeinsam angehen. Da hatten wir uns vorhin ja auch schon drüber unterhalten, Enrico Heizer und ich, wir haben uns da auch schon öfter drüber unterhalten, dass es dringend nötig ist, eigentlich in dem Bereich mehr zusammenzuarbeiten, und das sollten wir einfach tun. Für die Zeit unter MFS-Regie, also wie gesagt, wir sind dabei, unsere Daten eben zu ergänzen, zu verifizieren, und wir sind auch, also der Forschungsbereich versucht über, ich nenne es mal biografische Studien, sich den Häftlingen zu nähern, und wir machen das zum Teil eben, indem wir in Gruppen zusammenfassen. Im Moment läuft ein Projekt zum 17. Juni, wo wir uns die Verhafteten im Zusammenhang mit dem Aufstand am 17. Juni 1953 näher angucken und vor allen Dingen auch ihre, wo kommen sie her, also ihre generationelle Prägung. Wir haben ein Projekt laufen, was vor allen Dingen sich die Jugendlichen anguckt, die am 17. Juni aktiv waren, hier in Hohenschönhausen in Haft saßen. Und das Gleiche würde ich gerne weiterführen zu anderen Häftlingsgruppen und NS Täter in Hohenschönhausen wäre eben auch so eine Häftlingsgruppe. Ich glaube, was wir bislang wirklich, wir haben viel Forschung zur juristischen Aufarbeitung. Ich glaube, die müssen wir nicht neu erfinden. Da können wir auf guten Grundlagen weiterarbeiten. Da haben Kolleginnen und Kollegen schon sehr viel Arbeit geleistet. Was wir, glaube ich, nicht wirklich gemacht haben bislang, wenn wir uns mit einzelnen Personen beschäftigt haben, tatsächlich auch die DDR, und spreche ich jetzt für die DDR-Forschung, als postnationalsozialistischen Staat zu begreifen, tatsächlich diese Verbindung zum Nationalsozialismus sehr viel stärker herzustellen. Und ich finde, das kann man sehr gut über Biografien. Wo kommen die Leute her? Was passiert mit ihnen? Und es wäre eben bei Josef Blösche ist es natürlich ein ganz besonderer Fall, aber ich glaube, das können wir mit anderen auch tun. Das können wir aber auch mit dem MFS-Personal machen. Und dann kommen wir vielleicht auch noch mal stärker in diese Beziehung rein, was zwischen einem Vernehmer und einem Häftling passiert, wenn die sich 2 Jahre lang permanent sehen. Ich weiß nicht mehr, es waren unendlich viele Verhöre,
die stattgefunden haben, was eben auch mit einem 25-Jährigen passiert, der als MFS-Mitarbeiter so jemandem gegenüber sitzt. Und Blösche wird nicht der Einzige gewesen sein, dem er gegenüber saß. Also das sind so Ideen für die nächsten Jahre, womit sich der Forschungsbereich beschäftigen wird. Und nachdem Elise Catrin ja diese Veranstaltung hier auf die Beine gestellt hat und auch die Idee dazu hatte, wird sie mich eh in der nächsten Zeit antreiben, dass wir an diesem Thema weiterarbeiten. Also das wird nicht aufhören. Damit herzlichen Dank an Sie alle drei für die starken Impulse, für die ehrlichen Antworten und auch an das Haus, an Herrn Heidemeier. Ihr seid auf uns zugekommen, das finde ich großartig. Wir revanchieren uns und wir machen auf jeden Fall weiter. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.